Immer wenn man denkt, man hätte es raus. Gerade wenn man sich zurücklehnt, blickt man auf und sieht Wölfe vor dem Tor. Wölfe mit roten Schnauzen. Im Blutrausch. Alles ist den Bach runter. Ich war 18, als ich Karnaca verlassen habe. Auf einem Schiff nach Dunwall. Es war Morgen und ich hatte die Nacht durchgetanzt. Ich war ziemlich blau und aufgeplustert. Wegen der Gunst des alten Herzogs und weil ich mich für den besten Fechter der Inseln hielt. 3 Dutzend Jahre später sind viele meiner Feinde tot. Die meisten haben es verdient, aber spielt das denn eine Rolle? Ich habe zahllose Morde gestoppt, nur den einen nicht, der mich verzehrt. Wer hätte gedacht, dass ich als der meistgesuchte Mann im Reich nach Karnaca zurückkehre und die Spur eines brutalen Mörders verfolge? Wer hätte gedacht, dass ich wieder auf der Flucht bin, bereit, erneut durch ein Meer aus Blut zu waten? Jetzt sind wir richtig auf der Dreadful Whale angelangt und führen wie mit Emily ganz normal Tagebuch. Ich muss ja sagen, es freut mich ja auch, Corvo zu spielen, also richtig intensiv. Das hatte ich vorher nämlich nicht gemacht. Ich habe Corvo zwar auch in verschiedenen Ansätzen ausprobiert, einfach um zu sehen, wie er sich im Vergleich mit Emily spielt. Muss verflucht sein, der alte Sack. Was für ein So, bevor wir aber jetzt zu Megan gehen, möchte ich hier noch die ganzen Notizen einsammeln, die es auf dem Schiff zu finden gibt. So viel Zeit muss sein. Na. Deswegen gehen wir jetzt auch erstmal nach oben. Wir gehen erstmal ganz nach oben. Ja gut, den Mana-Trank brauchen wir jetzt nicht wirklich, weil wir die Kräfte abgelehnt haben. Dann wohl ist so weit weg. Ich bin bald zurück, Emily. Versprochen. Gut, auf dem Zwischendeck gab es nichts, glaube ich. Sokolov und seine Reiseberichte. Er war sogar in Pandissien. Ich hatte Schlechtes getan, aber auch Gutes. Vor und nach der Seuche. Aber hier in Karnaca habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Hier, ganz unten im Reich, riechen die Kopfsteine nach Tod und Verderbnis. Ich bin mit einer Partnerin, Megan Foster, auf ihrem Schiff, der Dreadful Whale. Wir brechen am Morgen nach Dunwall auf, sobald die Gezeiten es zulassen. Ich denke daran, wie die süße Jessamine schlägt eine Adelige an die. Er ist noch ein Kind. Und nun für immer blind sein. Ebenfalls mit so etwas zu er hat den Tee zu spät gebracht. Sein Leben für ihren Schutz einsetzen, aber vertrauen Sie niemandem! Da sind Sie ja, alter Mann. Ich wurde gebeten, Sie zu besuchen. Halt! Was ist mit Ihnen? Mega!
So, das Buch hatten wir, glaube ich, schon gelesen. Sokolov Steel, das ist Delilah. Anton hat es vor seiner Entführung gemalt. Sie kennen sich, aber viel mehr weiß ich nicht. Wichtig ist auch, wenn man alle Sachen finden möchte. Es gibt ja auch eine Trophäe, wenn du dir alles anguckst hier. Institut nur über die Bahnstation erreichbar. Sokolov schien auf ewig jung, bis jetzt. Die Morde des Kronmeuchlers waren dreckig, vulgär. Der Herzog wollte Angst verbreiten. Bevor ich Sarkonis verlasse, statte ich Abela einen Besuch ab und lasse ihn für all das bezahlen. Mortimer Ramsay, titelhungriger Sohn titeltragender Eltern. Der Staatsstreich setzt auf eine Ratte wie sie. Ja, es ist wichtig, dass ihr dann eigentlich jedes Mal nach jedem Level, wenn ihr auf der Dreadful Vale seid, alles absucht. Das habe ich beispielsweise einmal vergessen und ich bin nicht alles abgelaufen. Und genau aus diesem Grund habe ich dann auch nicht alles gefunden an Collectibles. Collectibles sage ich schon. An Materialien. Und genau aus dem Grund habe ich die Trophäe nicht bekommen. Das war ein bisschen ärgerlich. Gut, was ich mich allerdings frage ist, warum kann ich... Runen einsammeln, weil ich kann ja nicht meine Kräfte einsammeln. Das ist so ein bisschen komisch, warum sie dann in dem Modus die Runen nicht rausgenommen haben. Okay, lass uns mal schnell mit Megan reden. Gut, manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronmeuchler. Er wollte sie warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption, Straßengewalt. Und sowas passiert nun mal und normalerweise kümmert sich die Obrigkeit darum. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Adamaier-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronmeuchler. Adamaier war vor Jahren in Solarium. Ich gehe rein und beseitige den Kronmeuchler. Vielleicht hilft mir die Alchemistin ja. Vielleicht auch nicht. Sei es drum, ich versuche mehr über Sokolov zu erfahren. Ich würde ja Glück wünschen, aber mein Glück wollen sie nicht. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Na, da sage ich doch nicht nein. Das Beiboot nehmen wir definitiv. Ich werde allerdings vor Megan dort ankommen. Das geht immer ein bisschen schneller, wenn man da gleich hinrennt. Ich glaube, da hinten war auch nichts mehr. Oder? Zum Lesen. Ich glaube, hier war gar nichts mehr zum Lesen. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Bereit. Die Stadt hat sich sicher verändert. Dann nichts wie ab. Noch einmal, mein Freund. Nach Adamaier geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn.
alte Herzog von Sarkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Ich kannte den alten Herzog Theodanes. War ein guter Mann. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Erdemeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich kann auf mich aufpassen. Hier sieht's ganz gut aus. Im Erdemeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Erdemeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Willkommen in Karnaka. Danke, danke. Gut, so. Hier kann man sich übrigens auch eine Trophy einsammeln, wenn man in den Schwarzmarktladen einbricht. Spiel auf einer deiner Art Teil 2. Ja, mache ich. Was ich jetzt erstmal machen muss. Ich freue mich fast auf den Kampf, wenn sie mich erwischen. Eine Lichtfahne. Die stammt noch aus der Zeit der Seuche. Ist mir die Trophäe einsammeln. Vollstreckungsschutz, die bekommt ihr nämlich, wenn ihr die Garde daran hindert, den da reinzuschmeißen. Und die hatte ich aufgrund des Stealth-Walkthroughs auch noch nicht eingesammelt. So, lasst uns nochmal ganz kurz... Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Mana-Tränke eigentlich mit einsammle, weil sie sind echt nutzlos für mich. Ja, Das Problem ist, ich kann mit Corvo jetzt nicht hoch genug springen. Und ich habe kein Kabelwerkzeug, um das Zelt zu manipulieren. Ich weiß gar nicht, komme ich da ohne Kräfte hoch? Jo, geht. Nice. Gut, dann machen wir das nämlich so und gehen direkt durch die Lichtwand. Oh. Hallo, mein Freund. Was? Ich schläge? Niemals. Ach, ihr haltet ja gar nicht so leicht. Ach, und du drehst dich einfach wieder um. Das interessiert dich alles gar nicht, was mit dem passiert. Was bist du denn für einer? Ich erkenne einen Agenten des Outsiders sofort. Dafür bringe ich dich um. Aber ich bin nicht vom Outsider. Was soll das, Leute? Du wirst für seinen Top. Wow. Holy shit. Also wenn die... Oh shit, also wenn die schießen, dann machen die doch ordentlich Schaden. Ich hab keine Ahnung mehr. Nein! Oh shit! Okay, damit habe ich leider gerade nicht gerechnet, dass die so viel Damage machen, wenn die schießen. Weil es einfach gerade so einfach war, die einfach umzunieten. Und dann haben die doch ein bisschen mehr Schaden ausgeteilt. Und dann habe ich leider ein bisschen zu langsam reagiert.
Na gut, mal gucken, wo er das letzte Mal gespeichert hat. Das ist ja jetzt kein Weltuntergang. Ist ja mal gut zu wissen. Weil ich habe mich tatsächlich nie so extrem angelegt mit den Gegnern, selbst wenn ich nach einem guten Weg gesucht hatte. Habe ich das eigentlich immer vermieden? Meergardisten, Schoßhunde des Herzogs. Okay, lass mal gucken. Oh, hallo. Oh, hallo Leute, hallo Leute. Lass mich mal da durch, lass mich mal da durch, lass mich mal da durch. Hallo, hallo. Oh Gott! Du wagst es! Ich werde weitermachen! Ach, und du? Drehst dich einfach nur um und guckst weg? Boah! Alter, die Finisher sind ja teilweise echt heftig. So, jetzt habe ich keine Kräfte. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wie ich an dieser Lichtwand vorbeikomme. Serkonische Mitbürger, während der Abwesenheit des Herzogs. Gucken, ob ich da hinten irgendwo reinkomme. Nee, ja, als Ratte. Aber das nützt mir leider nichts. Wie ist das eigentlich mit den Fähigkeiten von Corvo? Also so Gesundheitsupgrades technisch mäßig überhaupt nicht? Kann ich ohne Kräfte nichts machen? Das ist ja mies. Hey, Bro! Boah, richtiges Waffenlager hier. Und noch Granaten. Ja, immer her damit, Leute. Das nehme ich doch alles sehr, sehr gerne. Wieso hat der das jetzt mitbekommen? Was ist denn los? Was? Nichts passiert. Was ist hier los? Nein, hier ist nichts los. Was? War nichts. Sag ich doch, nichts los. Ach, das war der hier oben. So, dann würde ich sagen, bye bye und auf Wiedersehen. Wir fahren zum Edinburgh-Institut. Okay, ich muss sagen, es geht aber trotzdem relativ gut, hier durchzukommen. Ich meine, klar, man muss bedenken, ich habe es auf leicht gestellt, aber das habe ich ja nicht ohne Grund. Das Edermeier. Meine beste Chance, den Kronenmeuchler zu finden. Früher war das hier ein Solarium für die Verjüngungskuren der Reichen. Es wurde kurz nach der Seuche in Dunwall gegründet, vor 15 Jahren. Alexandra Hypatia ist die leitende Alchemistin. Und egal, ob Anton Sokolov noch dort ist, sie wird meine Fragen beantworten.
Wir sind im Erdemeier angelangt. Wir müssen jetzt erstmal nach oben. Was mich interessieren würde, ist, ob es rein... Ach, Corvo, du sollst nicht durch die Gegend ballern. Was mich interessieren würde, ob ich tatsächlich in das Büro von ihm muss. Zuerst. Wir arbeiten scheinbar wieder am Bahnrelais. Sollen wir mal nachsehen? Ah, die sorgen schon dafür, dass alles gut wird. Oder ob ich auch direkt zu ihr kann und sie töten kann. Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Ah, schade, ich komme hier irgendwie außen rum. Okay, so leicht macht es einem das Spiel dann doch nicht. Ich glaube, ich werde hier jetzt erstmal alle töten. Was denkst du? Oh, ein Plakat von mir. Eine Reichweite haben, mich zu hören. Das ist manchmal doch schon echt lächerlich, manchmal. Ich muss jetzt nochmal gucken, wo das Kabel nochmal hinführt. Ich glaube, das war weiter oben. Ja, das war da oben, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich noch anders irgendwie da durchkomme. Was wird jetzt aus der Leiche? Ich habe dir mal den Hunden gegeben, aber ich darf nicht mehr zu den Zwingern. Dann wollen sich eben die Hör auf dann. Hoffentlich nichts Schlimmes. Oh, sag mal, was hab ich denn hier durch die... Was, das überlebst du? Was ist mit dir los? Was hab ich denn da in die Luft geschossen, dass das auf einmal so explodiert ist hier? Ja, ja. Denke ich mir auch so. Das ist ja echt teilweise schon echt... easy hier. Jo, alles easy. Der eine hängt im Aufzug fest. Kann man auch mal machen. So, ich verabschiede mich mal, Freunde, und gehe mal in das Büro von Hypatia. Also, man muss schon sagen, auf leicht, es ist nicht so eine krasse Herausforderung, aber ich... Aber ich, für mich muss das nicht unbedingt... jetzt hier die Mega-Herausforderung sein. Es war fordernd, als ich den Walkthrough gemacht habe und... produziert habe, aus dem Grund. Alexandria Hypatia. Da ist der Zettel, den ich suche. Aus diesem Grund ist das für mich überhaupt nicht schlimm, wenn ich das jetzt nicht mehr auf normal oder gar super schwer durchspiele, weil ich wusste einfach nicht, wie sich mein Spielerlebnis verändert und das Spielerlebnis allgemein, wenn du das Ganze ohne Kräfte spielst. Ich meine, das nimmt Dishonored ziemlich viel, weil du es eigentlich ja gewohnt bist, mit Kräften zu spielen die ganze Zeit. Ja, stimmt, ich musste ins Büro, ich habe den Schlüssel gebraucht. Und aus diesem Grund war das so für mich... Nee, komm, ich möchte das ein bisschen genießen. Ich möchte da jetzt nicht so viel Stress haben dabei.
einfach nur ein bisschen genießen, nebenbei quatschen. Und das reicht schon. So, was wir jetzt tun werden, nachdem wir diese ekelhaften Blutfliegen... Ah, das sind solche nervigen Biester. Klappe zu, Affe tot. Ach Gott, dass die Blöde jetzt wieder aufwachen muss. Mhm. Ja. So. Ich hätte gedacht, man kommt von hier aus irgendwo raus. Ach, der ist tot, wenn ich sie umbringe? Vorher? Okay, krass. Das habe ich nicht gewusst. Ah ja, hier. Hier geht's raus. Erledigt ist, kann Megan mich aufsammeln. Der vor Monaten verschwunden ist. Wohin ist er nur gegangen, liebe Schwester? Ich höre ihn so gern auseinandernehmen, mich darin suhlen, mich an seinem glitschigen Schädel und seinem roten Schenkelknochen reiben. Okay, die Gute ist echt verrückt. Und es hat Boom gemacht. Aus dem Hinterhalt. Jetzt man sich nichts an die Gegner eliminieren. Au, shit. Das war nicht geplant. Oh. Schön, dass du nichts mitbekommst. So war das jetzt nicht geplant. Na, na gut, müssen wir wieder hochlaufen. Ich bin ja ganz froh, dass er sich relativ schnell wieder erholt hier. Vielleicht sollte ich versuchen... Na, Corvo? Wenn ich hier drüber laufe und da drauf springe, vielleicht ist das easy. Jo, das funktioniert. Gut. Sehr schön. So, jetzt nur noch hier runter. Wunderbar. Und dann kommt Megan. Also ihr müsst nicht unbedingt, wenn ihr wirklich schnell das Level werden müsst, ihr müsst da nicht alles einsammeln, um alles rauszubekommen aus Sokolov. Das ist vor allem sinnvoll, wenn ihr das jetzt wie ich auf dem hohen Chaos-Faktor spielen wollt und einfach das schnell durchspielen wollt. Wobei bei mir dieses schnell, ich möchte wie gesagt jetzt auch nicht jedes Spiel innerhalb von einer halben Stunde durchspielen. Oder sagen wir mal 45 Minuten. Sie haben den Wachturm erledigt, aber es ist noch nicht vorbei. Was? Wieso muss ich das doch einsammeln? Ich dachte, ich muss das nicht. What? Okay, was habe ich vergessen? Ich dachte, ich muss das nicht mit einsammeln. Aber anscheinend doch. Was habe ich jetzt übersehen? Dann habe ich irgendwas in meinem Gedanken leider... übersehen.
okay, hier ist der Anfang. Ah, okay, gut, jetzt habe ich wieder einen Orientierungssinn. Okay, sorry Leute, da müssen wir da nochmal hoch. Ich hätte aber gedacht... Klappe. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich alles, was ich gebraucht habe, eingesammelt habe. Aber anscheinend ja nicht. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber was? Ich verstehe es gerade nicht, was ich... Ach, finde heraus, wo Sokolov steckt. Ich habe vergessen, dieses eine Dokument einzusammeln, glaube ich. Ja, ja, nervt nicht, nervt nicht, nervt nicht rum. Bestimmt könnte ich Säure damit herstellen. Die würde ich dem Herzog direkt ins Maul schütten. Sag mal, was hab ich denn? Ah, hier war der Raum. Gut, dass Sie Anton Sokolov gefunden haben. Der alte Mann ist bei Kirin Jindosh. Der ihn zerbricht. Und das habe ich vergessen. Okay, die Nachricht, dass er bei Kirin Jindosh ist, das habe ich vergessen aufzunehmen. Okay, also, das noch mit einsammeln und dann könnt ihr das so machen, wie ich das gerade gemacht habe. Oh Mann, ey, ist da nochmal durchzulaufen? Okay. Alles klar. Dachte, ich kann das ein bisschen in fünf Minuten eher beenden, das Level, aber dann muss ich doch nochmal zurück. Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Ja. Aber sowas von. Zurück zur Dreadful Whale. Nein, aber Hypatia ist tot. Wie bitte? Sie war der Kronmeuchler. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Das hat sie verändert. Sie hat es nicht mal gemerkt. Und Sokolov? Sie haben ihn zu einem gewissen Kirin Jindosh gebracht. Der Großerfinder des Herzogs. Er soll ein Genie sein. Sterben wir alle an. Sehr schön, wieder mit hohem Chaos-Faktor das Ganze abgeschlossen. Es ist schon unglaublich, wie viel Zeit man sich eigentlich dabei spart, wenn man wirklich sehr offensiv durch dieses Spiel geht, die Leute, also im wahrsten Sinne des Wortes, über den Haufen metzelt. Und natürlich der Vorteil, wenn du schon vorher kennst und du genau weißt, wo du überlang gehen kannst. Ich brauche Anton Sokolov. Aber er ist verschwunden. Gefangen von einem Erfinder namens Kirin Jindosh, der hinter den Geheimnissen in seinem Kopf her ist. Der wahnsinnige Jindosh brachte mechanische Tötungsmaschinen nach Karnaca. Er besitzt angeblich den brillantesten Geist der Insel, was vielleicht stimmt. Aber wer klug ist, stellt sich mir nicht in den Weg. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere töten, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Sehr schön. Okay, wir sind wieder auf der Dreadful Vale und werden dann in das Maschinenhaus gehen. Mit eines der schlimmsten Level für mich überhaupt. Ein sehr cool designtes Level, aber auch ein sehr schlimmes Level für mich.
zum Durchgehen. Mal gucken, wie sich das nun verändert, da ich einfach schon weiß, ja, wie das Maschinenhaus ein bisschen aufgebaut ist und mir dementsprechend vielleicht ein bisschen leichter tun werde. An dieser Stelle möchte ich jetzt aber erstmal einen Cut machen. Bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Part von Dishonored 2 wieder. Bis dahin, ciao.